Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dark Lord. Sorry wegen der Asynchronität im letzten Part, also ich glaube, ihr habt noch nicht mal gesehen, wie ich aus dem Dungeon rausgegangen bin, ich weiß es nicht. Denn ich hatte ein 17-Sekunden-Delay, was zum Teufel? Es war wirklich all das, was ich gemacht habe, konnte ich 17 Sekunden lang sozusagen verfolgen auf meinem PC, denn es kam einfach, es war total zeitversetzt. Wir gehen aber gleich zur nächsten Ebene, die nicht wirklich groß sein kann, glaube ich nicht. Könnte vielleicht doch noch eine 9. Ebene geben, aber meistens ist 9. Ebene immer sowas. Ach du Scheiße. Goll, Mann. Da oben ist was los. Irgendein Typ hat sich reingeschlichen. Sollen wir ihn schnappen? Immer mit der Ruhe, Bruder. Lass uns erstmal ein Wörtchen mit ihm reden. Der arme Typ muss ja einen Grund haben, die lange Reise hierher zu machen. Oh, du bist so ein Weichling, Goll. Hey, Bruder, sprichst du die Sprache von diesem Menschen? Ich habe keine Wahl. Dies ist unser Schicksal. Tun wir es, Bruder. Ja. Hi! Goll, hä? Ich kann Goll nicht treffen? Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen. Boah, gut, dass wir den Hammer bekommen haben. Goll ist tot. Das war so klar, dass der Sill heißt. Das war so klar. Oh, der hält auch mehr aus. Ach komm, versuchen wir mal mit einem Schlag zu töten. Tut mir leid, Soll und Gil und... Schwarzer Wind versperrt den Weg. Wenn wir ihn wegpusten könnten, kämen wir durch. Und hier kommt natürlich jetzt... Es gibt immer 18 Ebenen, kann das sein? Okay, wir können hier raus. Ah, die Musik ist ja auch cool. Okay. Muskalaka, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt Muskalaka erreicht haben. Wir waren vorher noch nie hier. Auf jeden Fall gibt's hier schon was. Können wir das... Ich glaube nicht, dass wir das mitbewegen können. Aber gut, dass das so groß ist hier. So. Tun wir erstmal die Leute in den ganzen Häusern. Das ist Mikara. Das ist Nagita. Das ist Devia. Und das ist Brock. Kriegsgefangenezelle. Aha. Totempfahl. Die Oase. Wo tun wir die Oase? Hinklatschen. Immer so ein bisschen am Rand. Ist ja eine Oase! Okay.
hier können wir auf jeden Fall schon mal ein Haus hinbauen. Haus der Schwester. Nein. So. Haus der Schwester kommt dann dahin. Okay. Ist auch so eins. Und wie sieht Brooks Haus aus? Auch so. Nein! So. Gefängniszelle. Ich habe da eine andere Idee. Machen wir es doch ganz einfach. So, können wir hier. Das Haus hin machen. Und Brooks Haus mache ich mal einfach so just for fun hier hin. So einen Totenpfahl hier hin. Straße führe ich mal so hin. Und die Straße soll dann so ein bisschen in Richtung Oase führen. Gibt es dann dort halt in der Oase. Mir wäre eine Baumformation lieber. Ach, just for fun. Komm, tun wir so wenigstens näher hier hin. Na, 5. Schick. Haben wir eigentlich schon alle Häuser. Was? Was willst du in diesem Dorf? Ich bin Nagita, die älteste der drei Schwestern. Vergiss das nicht. Und ich habe vergessen. Nachmittag? Das interessiert... Ja! Verpiss dich doch, du Olle! Oh! Sorry, aber... Oh, es ist Nachmittag. Oh, die Person, die vorhin vor mir stand, die ist auf einmal weg. Hallo, kleiner Junge. Ich bin Devia, die mittlere der drei Schwestern. Sehr erfreut. Hast du jedenfalls nur... Nun, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil Nagita Mikara immer Wasserschöpfen schickt. Bei der Oase wäre es also gut. Und denke bitte... an den Wachpfahl. Machen wir es ganz anders. Ja. Eckbaum, Eckbaum, Eck. Eck, Eck. Da, 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 da. So gut? Ich hoffe, die Bäume kann ich trotzdem noch hinmachen. In dieser Formation. Ist ja
Zack. 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 So. Wie soll dein neues Haus aussehen? Kannst du ein Kammer einbauen, die nur als Lagerraum dient? Okay. Es werde geschehen. Gibt es hier sonst noch was? Natürlich ist das ein Fischteich. Was sollte es sonst sein? Untotenbann. So, jetzt muss ich die einen beiden Schwestern suchen. Käse. Magier tot. Die haben bestimmt auch noch gute Vorstellungen, wo das Haus zu sein hat. Oh. Hallo, willkommen in Muskalaka. Ich bin Mikara, die jüngste von drei Schwestern. Schön, dich kennenzulernen. Ah ja. Hast du Ideen für das Neue? Ist mühsam, was das schon? Ja. Das haben wir schon gemacht. So. Jetzt soll es noch so sorte. Halt dich bitte an die Tradition des Pfahlwächters. Ich möchte nicht, dass uns etwas Schlimmes widerfährt. Mhm. Und wo ist die alte Schabratze jetzt hin? Nun, ich wäre schön bei der Oase, dann wäre es einfacher zu schöpfen. Obwohl ich das natürlich nie tue. Haha. Ich verstaue viele meiner Kleider in der Kiste, die ich auf dem Dach aufbewahre. Hey, vergiss das nicht. Nein, werde ich nicht. Oh, hier ist er. Kälte halten, natürlich. Antigift-Amulett. Dino-Töter. Oh, Dino-Töter ist immer gut. Leute. Hier. Du. Du da. Großer, starker Mann. Hä? Ich habe dich noch nie gesehen. Ach, verstehe. Du bist der Junge, über den man sagt, dass er für Aufsehen sorgt. Wie kann man über mich hören? Wenn die alle in dieser Blase gefangen waren. Mein Name ist Jibubu. Sehr erfreut. Hast du den Film nur so? Nichts Besonderes. Ah, halt dich an den Brauch des Pfahlwächters. Frag Bonker nach Einzelheiten. Pfahlwächters. Wie soll man das aussehen? Kannst du das Stroh für das Dach beim Haus vorbereiten? Und denk an den Pfahl. Okay. Der Pfahl. Gibt's sonst noch wen in Shibubus Haus? Ich komm da nicht rein. Ich komm nicht ins Haus rein. Das Haus ist komisch gebaut. Wer hat dein Haus gebaut? Also, ich kann versichern, es war so. Also, ja, es ist Abend. Ach, ist das nicht schön. Und viermal am Tag. Ah. Hi, Brooke. Ich bin Brooke, sehr erfreut. Du kommst aus Nolan, habe ich recht. Das sieht man sofort. Hast du Ideen für das neue Dorf? Eigentlich nichts Besonderes. Ich sollte wohl zumindest um den Pfahlwächter bitten. Was ist es? Könntest du auch einen Lagerraum einbauen? Ich habe viele Dinge, die ich dort aufbewahren möchte.
klar, wir haben jetzt alles, was wir wissen wollten. Bist du der Fall? Oase mit drei Palmen, die gewedelt werden wollen. Nee, Spaß. Ja, ich laber mal wieder Scheiße, aber was soll's. Das mache ich doch immer so. Wir haben noch keinen im Gefängnis. Aber der Mini-Totem-Pfahl gehört wirklich in jedes Haus. Davon haben wir vier Stück. Jeder kriegt eins. Ich hoffe, die sind auch damit gemeint. So, Zimmer kriegt auch jedes. Haus. Und Stroh. Viel Stroh. Ja, der gibt auch noch eine Treppe. Auch fertig. Und das Schwesternhaus ist fertig. Und wir haben noch ein Schild übrig. Wo können wir das Schild einbauen? Können wir noch nicht. Aber es gehört zum Gefängnis. Okay. Können wir jetzt... Oh, die Oase sieht schön aus. Der Totempfahl, na klar. Sieht er eigentlich nicht neben dem da am besten aus? Warte mal. Da kann ich nicht neben dem stellen. Ich hoffe, ich kriege noch einen Totempfahl. Den tue ich dann dahin. Ohne Scheiß. Das würde super aussehen.